Und zwar, ich stolpere immer wieder über den Begriff Whitelisting. Was ist das und wann brauche ich das? Sehr, sehr gute Frage. Die Frage erreicht uns immer wieder von unseren bestehenden Partnern und auch von den potenziell zukünftigen Partnern. Und ich glaube, Whitelisting ist am besten an einem Beispiel erklärt. Vielleicht zunächst mal kurz einen Satz. Mit Whitelisting überspringt man entweder für einen ganzen Kanal oder für ein Video auf YouTube zum Beispiel, den Claiming-Prozess der Musik. Aber wie gesagt, faktisches Beispiel hilft wahrscheinlich hier ein bisschen besser. Absolut. Du hast also deine Musik ausgeliefert über einen Vertrieb und das Release steht an und du machst dir jetzt Gedanken, wie kann ich das vermarkten? Jetzt würde man zum Beispiel hergehen und auf YouTube einen größeren Kanal suchen, bei dem man eine Premiere machen kann. Ja? Man sagt also, hey, Kanal, ihr seid größer als ich, ihr habt die Zielgruppe schon, könnt ihr meinen Song posten bei euch? Und dann sagen die, ja, okay, alles klar. Könnt ihr das aber bitte whitelisten? Warum? Wenn man deren Video mit deiner Musik jetzt nicht whitelisten würde, dann würde der Vertrieb, würden wir, das über Content-ID claimen, was natürlich dem Account oder dem Kanal jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen würde. Die wollen ja auch Revenues haben. Im Grunde genommen überspringt man mit dem Whitelisten genau diesen Prozess. Es macht Sinn, wenn man Premieren macht. Es macht Sinn, wenn man zum Beispiel auf YouTube selbst monetarisierten Kanal hat und seine eigenen Videos dann auch nicht mehr claimen möchte. Dann geht da der Claiming-Kelch dran vorbei, kann man sagen. Alle anderen Videos, Sounds werden aber trotzdem geclaimed. Macht das Sinn? Absolut. Also perfekt beschrieben, glaube ich, was YouTube angeht. Genau. Tatsächlich gibt es noch die andere Geschichte mit Soundcloud. Mhm. Das ist auch, glaube ich, so die Plattform, wo uns die meisten Whitelisting-Anfragen täglich auch erreichen, weil Soundcloud einfach eine andere Policy fährt. Soundcloud arbeitet nämlich wie folgt, also sprich, wenn ihr einen Song beispielsweise bei uns oder bei jedem anderen Vertrieb rausbringen würdet, dann sollte euer Kanal nicht im Vorfeld gewhitelistet sein. Der Track, den ihr hochladen möchtet, manuell auf eurem Kanal, direkt gesperrt werden. Ja. Weil einfach Soundcloud verbietet, so gesehen, bereits über den Vertrieb geliefertes Material oder Content erneut manuell hochzuladen, sofern der Account nicht gewhitelistet ist. Mhm. So, deswegen empfehlen wir immer, das steht auch bei uns in den Onboarding-Guides mit drin, direkt eigentlich die Artist-Kanäle und auch den Label-Kanal zu whitelisten, sollte eben das Label oder der Künstler vorhaben, den Track eben da auch hochzuladen. Mhm. So. Und genau, da gibt es ein Formular, ist relativ basic, da packst du einfach deine Channel-URL rein, schreibst deinen Labelnamen dazu und dann wird es innerhalb von 12 bis, ich glaube, 24 Stunden gewhitelistet. Geht fix. Und dann könnt ihr da auch nämlich eure eigenen Tracks hochladen. Und habe da keine Probleme. Ich weiß es noch ganz früher, war das immer mega der Hustle und auch mich selber hat es als Künstler immer genervt, wenn ich praktisch meine eigene Musik, wo ich ja auch im Endeffekt ja auch die Rechte irgendwo dran habe, versuche bei mir hochzuladen und dann, keine Ahnung, eine Error-Notifikation kommt und die dann im Endeffekt behauptet, hey, du hast keine Rechte an deinem Release. So, deswegen, das ist im Endeffekt der Hintergrund dabei. Ist ein relativ einfacher Prozess, aber muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Auf Label-Ebene ist es auch meiner Erfahrung nach manchmal immer noch ein bisschen mühsam. Gerade wenn du viele Releases hast und viele Artists hast. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Artists wollen regelmäßig ihre Tracks hochladen, geben jetzt nicht unbedingt vorher Bescheid. Sie wollen es einfach auch auf ihrem Soundcloud-Profil haben. Für mich grundsätzlich kein Problem, nur springt halt sofort die Sperrung da rein. Ja. Und die müssen den Track nicht mal online schalten, sondern man lädt es hoch und das war es dann auch schon gewesen. Aber ich glaube, deshalb erreichen uns bei Dictus auch so viele Anfragen bezüglich Soundcloud, weil eben der vorrangige Unterschied zwischen Soundcloud und YouTube ist, dass Soundcloud direkt sperrt und YouTube einfach nur entmonetarisiert. Genau. So. Ja. Und das kann, wie gesagt, einerseits ein Vorteil sein, andererseits potenziell auch ein Nachteil sein, aber ich würde sagen, whitelistet eure Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also bei Soundcloud hat es auch nochmal einen anderen Hintergrund, sprich nämlich, wenn ihr vorhabt, wie gesagt, eure eigenen Stücke auch dort hochzuladen, dann hilft auch dieses Whitelisting nicht nur, dass der Song auch oben bleibt, sondern eben auch
um die Monetarisierung für eure User-Uploads zu aktivieren. Also sobald euer Kanal auf SoundCloud erfolgreich gewitelistet wurde, habt ihr auch die Monetarisierungsoption für User-Uploads. Also dann könntet ihr auch sagen, hey, ich habe hier einen Track hochgeladen, der ist vielleicht noch nicht direkt über den Vertrieb gemeldet. Ich hinterlege direkt schon die Monetarisierung. Dann ist schon ab dem Zeitpunkt des Uploads so gesehen die Monetarisierung dafür aktiv. Bei SoundCloud ist es ein bisschen so ein tricky Prozess, weil du musst dann immer für jedes einzelne Territory die Monetarisierung nochmal aktivieren. Das ist so ein bisschen ein Hickhack, aber auch das ist trotzdem überschaubar, so vom Workload. Wir sagen ja auch immer, hey, die Leute geben so viel Zeit in das Musikmachen. Klar. Auf der anderen Seite hilft es manchmal auch einfach, sich mit dem Musikbusiness dahinter so ein bisschen zu beschäftigen oder da auch Zeit zu investieren und gerade dann auch in Sachen Whitelisting, Monetarisierung und Co. sich einfach zu informieren. Deswegen an der Stelle sei gesagt, lohnt sich. Whitelistet eure Releases auf jeden Fall. Cool.